Wir spielen heute Parkitect. Das Spiel habe ich mir vor einiger Zeit gekauft, einfach weil ich Lust drauf hatte. Ich habe zwar noch in meiner Spielebibliothek irgendein Rollercoaster Tycoon Deluxe Teil rumliegen. Der hat mir aber nicht so gefallen und ich wollte genau dieses Spiel hier spielen, Parkitect. Darin bauen wir unseren eigenen Vergnügungspark und ich habe hier ein Sandbox-Spiel angefangen und das gehört zu den wenigen Spielen, die ich wirklich relativ regelmäßig spiele. Immer wieder mal so ein bisschen und ich zeige euch mal, wie mein Park aktuell aussieht. Kleiner Disclaimer, besonders hübsch ist der nicht, aber er funktioniert bisher und es ist natürlich ein ständiges Work in Progress, das heißt, es verändern sich halt auch ständig die Sachen. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das hier ist mein Park, wie er im Laufe der Zeit entstanden ist. Und ich zeige euch einfach mal, was es hier so gibt. Wir fangen mal am Eingang an, das heißt hier. Wir können die einzelnen Geschäfte einfach anklicken, dann bekommen wir hier so ein Statusfenster. Das ist mein Orkanpark. Das sind die Aufgaben, die ich habe. Das ist der Eintrittspreis. Der ist schon stabil seit vielen Jahren. Den lasse ich auch so. Hier können wir den Park schließen. Hier sind aktuelle Bewertungen von Gästen. Also das ist so die allgemeine Parkbewertung. Dann die Zufriedenheitsgedanken der Besucher. Statistiken, Kunden im letzten Monat, durchschnittliche Zeit im Park, was die so ausgeben im Schnitt, durchschnittliche Wartezeit, verzehrte Nahrung etc., profitabelste Attraktion, profitabelster Laden. Die Ziele sind hier nochmal aufgeführt, inklusive dem Fortschritt bei diesen Zielen. So, und das ist eigentlich der Haupteingangsbereich. Hier kommen die Leute rein von außen. Und dann fange ich jetzt mal mit den Attraktionen an. Die werde ich euch nach und nach erklären. Die Preise passe ich immer wieder mal an, je nach Warteschlangen. Ich habe drei verschiedene Preisstufen. Das hier ist das Geisterhaus. Wir können hier auch noch so Sachen beeinflussen wie Musik, in welchen Intervallen hier gewartet werden soll, wie lange die Attraktion wartet, bis sie Leute einlässt. Ich habe zum Beispiel fast immer vergeben, dass die Attraktion nicht leer läuft. Das passe ich regelmäßig an. Hier sind Testergebnisse, Einnahmen, Ausgaben. Das alles können wir für jedes einzelne Fahrgeschäft anklicken. Das hier ist also das Geisterhaus. Das ist die Warteschlange, wo sich die Menschen anstellen. Momentan kostet das 2 Dollar hier. Und dann gehen wir gleich über zur nächsten Attraktion. Das ist die Einschienenbahn. Die ist ziemlich teuer. Die kostet 7 Dollar pro Fahrt. Ihr seht aber auch, dass die relativ beliebt ist. Das ist also eine Bahn, die zwischen zwei Bahnhöfen hin und her fährt. Hier oben seht ihr die Einschienenbahn. Jetzt sind gerade mal 800 Besucher in meinem Park und ich habe das Gefühl, dass die Wege zu schmal sind. Hier fährt jetzt die Einschienenbahn. Relativ leer, da hinten ist auch keine Schlange. Vielleicht sollte ich den Preis dann doch mal anpassen auch wieder. Wobei von der Seite hier ist schon relativ viel los. Ich passe den Preis mal an, wir machen das etwas günstiger. Momentan kostet das 7 Dollar und wir stellen mal um auf 5 Dollar. Gucken, wie sich das entwickelt. So, da gehen wir jetzt nach und nach jede Attraktion durch. Das hier sind übrigens Lampen. Wir können jeden einzelnen Besucher anklicken und was der so denkt. Also, wenn wir das wollen. Wir gehen aber weiter zur nächsten Attraktion. Das ist diese Impuls-Achterbahn. Die ist relativ
beliebt. Das ist so eine gemäßigte Kinderachterbahn, glaube ich. Bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Und der Preis ist mit 2 Dollar recht moderat. Ist zwar auch recht beliebt, die Bahn, aber ihr seht, es geht pro Fahrt halt auch relativ viel rein in den Wagen. Und somit wird hier quasi jetzt die ganze Warteschlange schon auf einmal abgearbeitet. Und insofern ist das angemessen, denn die Attraktionen sollen ja auch irgendwie benutzt werden. Das hier ist meine wilde Maus. Das ist vom Konzept her so, dass jeder einen eigenen Wagen hat. Also kein zusammenhängender Zug in dem Sinne. Und dann fahren die eben nach und nach über die Bahn. Ihr merkt, die wilde Maus ist irre beliebt. Da würde ich den Preis mal auf 7 erhöhen, testweise. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Event. Das ist dieser Tower hier. Der ist gar nicht mal so beliebt. Der Gyro Drop Tower, deswegen ist der auch relativ günstig. Was beliebt ist, ist die Spiralrutsche. Ihr seht, da stehen die Leute an. Es kann immer nur ein Team, ein Gast pro Fahrt eingelassen werden. Deswegen ist hier eine relativ lange Schlange. Und die kann auch mal voll werden. Das ist, wie gesagt, recht beliebt. Wenn ich dann aber auf 5 Dollar den Preis erhöhe, dann rennen die meisten Gäste davon, weil es ihnen zu teuer ist. Also man muss da wirklich immer wieder mal einstellen und umstellen und nachkonfigurieren. Das ist das klassische Karussell. Ich glaube, mein allererstes Fahrgeschäft war das. Sehr günstig, immer noch beliebt. Übrigens verändern sich je nach Wetter auch die Gewohnheiten der Besucher. Schaut mal, was da los ist. Das ist irre. So, dann haben wir hier den Twister. Der ist auch relativ günstig, relativ beliebt. Hier der Inverted Double Swing. Da passen relativ viele Gäste rein. Das Ganze ist aber auch relativ beliebt. Ich glaube, da stellen sich gleich wieder ganz viele Menschen an. Deswegen passt der Preis mit 5 Dollar. Kaffeetassen 2 Dollar. Kennt ihr vielleicht aus dem Europapark zum Beispiel. Hier haben wir die Turbine. Das ist eine Attraktion, die immer schon sehr beliebt war. Deswegen kostet die auch 7 Dollar. Ihr seht, das ist trotzdem voll bis zum Anschlag. Noch teurer kann ich es aber auch nicht machen. Schiffschaukel 2 Dollar. So, zu diesem Part hier kommen wir gleich. Das hier ist der neueste Teil des Parks. Vorher schauen wir uns aber noch an, was es da hinten gibt. Eben die Einschienenbahn, die jetzt etwas günstiger ist und hoffentlich wieder mehr benutzt wird. Also damit kommen die Menschen einfach vom Parkeingang hier in diesen östlichen Bereich. Neben der Einschienenbahn gibt es den Flugsimulator, der ist gar nicht mal so beliebt, wird aber auch besucht. Den Transformer, kostet 5 Dollar. Dann haben wir hier noch einen sogenannten fliegenden Teppich, der ist auch nicht besonders beliebt. Wie ihr seht, was beliebt ist, ist die Holzachterbahn. Die könnte man zwar auch 5 Dollar machen, aber ihr seht, auch hier geht relativ viel rein in den Wagen. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 18, 20, 24 Gäste gehen da rein. Wobei der nächste Wagen auch schon da voll ist. Also hier würde ich jetzt doch, glaube ich, mal den Preis erhöhen, um die Schlange auch ein bisschen abzubauen. Dann ist hier relativ neu der Autoscooter, der sehr beliebt war am Anfang. Deswegen habe ich den teuer gemacht. Machen den aber wieder günstiger, weil da steht ja auch niemand in der Warteschlange jetzt. Das macht so keinen Sinn. Dann haben wir hier noch die Mini Loop. Eine gemäßigte Achterbahn, die relativ günstig ist und auch frequentiert wird, aber die ist jetzt halt auch nicht übermäßig beliebt. Das hier ist Kotze, Erbrochenes. Das finden wir immer wieder im Markt, gerade bei den intensiven Attraktionen. Hier hinten sieht es zum Beispiel aus wie die Sau. Hier liegt auch überall Müll rum. Ja, um das einzusammeln, sind unsere Hausmeister da, beziehungsweise generell kann ich euch mal noch schnell das Personal vorstellen. Wir haben momentan 3 Hausmeister im Dienst.
drei Träger. Was die machen, das erkläre ich euch gleich noch. Drei Mechaniker, beziehungsweise zwei, das reicht momentan. Die Schiffsschaukel ist nämlich kaputt. Das ist deren Job, die Sachen hier regelmäßig zu warten. Und jetzt kann ich mir hier auch einen Mitarbeiter schnappen und kann den hier absetzen im Bereich der Schiffsschaukel. Und dann fängt er hoffentlich an, das zu reparieren. Das zum Thema Mechaniker. Sicherheitspersonal brauchen wir auch. Der Büro Drop Tower ist jetzt auch noch defekt. Davon haben wir zwei an der Zahl. Wir haben drei Entertainer, einen Roboter, eine Vogelscheuche und einen Dinosaurier. Die rennen hier irgendwo im Park rum und bespaßen die Zuschauer. Das hier ist die Vogelscheuche. So, hier sind so die, hier ist so der Personallock, wenn man so will. Und dann gibt es noch Zonen. Wir können das Personal in Zonen einteilen, um so vielleicht das Ganze hier besser kontrollieren zu können. Was wo wie repariert und gesäubert wird, etc. Genau, dafür können wir Zonen erstellen. Und dann kommen wir jetzt noch zu den Läden. Die habe ich so ein bisschen vergessen, beziehungsweise bewusst unterschlagen. Ich wollte das am Schluss erzählen. Fangen wir mal hier an. Hier ist ein Geldautomat. Der bringt mir eigentlich gar nichts, keinen Umsatz und nichts. Hier geht es nur darum, dass die Menschen Geld ziehen können, damit sie das bei mir im Park ausgeben können. Hier ist der Infokiosk. Hier kann ich immerhin eine Parkkarte verkaufen zu einem bestimmten Preis. Das ist ein bisschen unrealistisch hier, wenn ich was für 1 Dollar verkaufe. Wieso sollte ich dann 100% Profit damit machen? Die Parkkarte muss ja auch hergestellt werden. Aber ist egal, das ist der einzige Infokiosk hier. Und ihr seht, der ist beliebt und der macht auch Profit. Dann gibt es hier eine Toilette. Die kostet auch 1 Dollar. Ihr seht, wie verschmutzt die ist. Die muss auch regelmäßig durch den Hausmeister gewartet werden. Die kann nämlich auch kaputt gehen. Ja, jetzt ist der Transformer defekt. So, und jetzt kommen wir zu den Läden. Da habe ich ganz verschiedene. Die sind hier leider so ein bisschen versteckt hinter der Einschienenbahn. Hier werden zum Beispiel Hotdogs verkauft, Limonade. Und auch da können wir die Preise jeweils anpassen. Ich schaue, dass ich pro Produkt etwa 1,50 Dollar Gewinn mache. Das mache ich überall so. Das klappt sogar bei der Limonade. Da waren kürzlich die Zutaten verteuert worden. Und dann müsste ich theoretisch natürlich auch den Preis anpassen. Fruchtsäfte. Hier gibt es alles Mögliche. Unter anderem auch Regenschirme, die natürlich logischerweise überwiegend dann verkauft werden, wenn es regnet. Wo sind denn meine Regenschirme? Hier. Regenschirm kostet 2,50. Ne? Ist so ein Saisonprodukt quasi. Zuckerwatte, Bubble Tea, Erste-Hilfe-Station. Die bringt mir, glaube ich, auch nicht viel. Ist halt ein Serviceangebot, mache ich aber keinen Umsatz mit. Pizza, Kaffee, Brezeln, was weiß ich. Und diese Shops müssen von den Trägern versorgt werden. Die Träger, die arbeiten hier hinten. Ich glaube, da kommt dann auch der Müll hin und so. Bin da nicht ganz sicher. Die Träger versorgen die einzelnen Shops mit den benötigten Lebensmitteln und Zutaten. Ab und zu ist hier auch mal was ausverkauft und dann dauert es eine Weile, bis das wieder nachgefüllt ist. Inzwischen habe ich sogar noch eine zweite Toilette gebaut. Ja, das ist also mein Park in Parkitect. Ihr seht, der ist sehr gut bewertet. Ich mache langsam auch ordentlich Gewinn. Da bin ich recht zufrieden mit. Ich bin hier im 10. Jahr. So, und das war es dann auch schon wieder. Ich wollte euch nochmal kurz meinen aktuellen Fortschritt in diesem Spiel zeigen. Wollte euch mitteilen, dass mir das Spiel sehr gut gefällt, dass ich das wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiterspielen werde. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder.
auf diesem Kanal. Ich weiß gar nicht, was die Vogelscheuche da hinten macht. Ach ja, und was ich vergessen habe zu erwähnen, diese ganzen Hecken hier, die Besucher sollen möglichst nichts davon mitbekommen, dass diese Läden hier irgendwie auch versorgt werden müssen, weil das die Immersion für die Besucher zerstören würde. Das ist also auch ganz wichtig. Und ich muss mir auch mal überlegen, wie ich das Ganze hier vielleicht auch mehr nach links verlagern mit den Läden, sodass ich auch hier vielleicht noch ein paar neue Attraktionen bauen kann. Das weiß ich alles noch nicht so genau, wie ich das mache. Wie gesagt, das seht ihr dann, wenn dieses erste Video halbwegs gut angekommen ist, möglicherweise noch in einem zweiten Video. So, jetzt war es das aber endgültig. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Interesse. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.